So, meine lieben Freunde, das Köpfchen ist am Laufen. Ja. Zu dem Setup nochmal, ich rauche jetzt gerade in der Alchemalur Liva mit dem Ocean Glass Mundstück. Ich finde es ziemlich nice, muss ich echt sagen. Und den Oblaco Funnel M und den Flame Smoke. Und jetzt möchte ich euch einmal eine Virginia Sorte vorstellen, die wo ziemlich hochwertig ist, aber ich sehe sie irgendwie nicht so richtig. Also ich finde, die haben irgendwie noch keinen Hype oder sowas, aber Nameless macht echt guten Tabak. Die Dose kostet 15,90. Die Dose kostet 15,90 und ich weiß, ihr habt ja den Schnitt gesehen beim Kopfbau vom Oblaco Funnel. Und ich finde den eigentlich echt geil. Also ich habe da jetzt kein einziges Ästchen in der kompletten Dose drin. Nee. Ist so vergebens nach dem Ästchen, aber ich habe keins drin. Also kein einziges Ästchen drin. Der Virginia ist schön golden. Perfekt durchgezogen, einfach Molasse ist top durchgezogen. Geliefert wird das Ganze in so einer Dose. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, von Golden Pipe. Also man kann es auf jeden Fall in der Dose auch lagern. Das ist ziemlich gut. Man hat das also einen Plastikverschluss. Wer es jetzt nicht möchte, kauft sich einfach so Lock-and-Lock-Dosen. Ist auch in Ordnung. Geruchlich. Warum komme ich eigentlich immer vom Thema ab? Sunny Chai ist eine Schwarz-Tee-Zitronen-Mischung. Also eine ziemliche Mischung, wo man sich eigentlich immer geben kann. Also es ist eine ziemliche zeitlose Mischung, finde ich. Man kann es im Winter gut rauchen, man kann es im Sommer gut rauchen. Geruchlich kommt auf jeden Fall am Anfang eine richtig schöne, süßliche Zitrone rüber und man hat im Hintergrund so eine richtig... Ja, so eine richtig dezente Schwarzteenote. Also die beiden Mischungen sind sehr gut ausgewogen. Es riecht auf jeden Fall sehr appetitlich. Muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr zu reden. Ihr habt ja gesehen, wie ich gerade gezogen habe. Also Nameless, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber euer Tabak raucht wie die Hölle. Ich habe dreimal gezogen und mein ganzes Zimmer ist eingenebelt, obwohl ich jetzt schon das Fenster offen habe. Wie gesagt, Rauchentwicklung ist top, also mega geil und man hat im Geschmack, wenn man dran zieht, eine süße Zitrone im Mund, aber am Anfang, das ist meines Erachtens, ich habe ein paar Köpfe schon mehr geraucht, dominiert am Anfang die Schwarzteemischung noch ein bisschen mehr. Das finde ich nicht mal schlecht, weil es gibt nicht so viele Sorten, die wo jetzt so richtig Schwarztee-dominant sind. Ich finde eigentlich, der letzte Zitrone-Schwarztee war für mich so Oriental Chai for Chaos, war ziemlich geil und von Maridan der Lemon Tea. Das waren so ziemlich geile Sorten. Ja, der Fortangester Lemon Tea ist auch ziemlich gut, aber den werden wahrscheinlich wenig kennen. Das sind so die Sorten, was ich jetzt geraucht habe und was ich ziemlich nice fand. Aber ich finde, weil man einfach an den Nameless mittlerweile echt gut rankommt, ist das eine echt geile Mischung, was ich persönlich sehr empfehlen kann. Ich finde den echt nice. Ich rauche den gerne, ich weiß gar nicht, also die Dose habe ich schon ein bisschen länger, weil ich wollte sie eigentlich schon viel früher abdrehen, aber wie ihr habt es gesehen, ich war ja ewig inaktiv, auch wegen dem Zimmer, weil ich nicht reviewen habe können und wegen privatlichen Dinge halt einfach. Und ja, jetzt kommt auf jeden Fall die nächste Zeit ein Video nach dem anderen. Ich werde eins nach dem anderen rausballern. Ich werde auch dieses Jahr auf die Frankfurter Messe gehen. Also wer mal drunten, wer auch da ist, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kann man sich mal treffen auf dem Köpfchen. Ich bin für 2 Tage im Motel One in der Nähe von der Messe stationiert. Nach ungefähr gut 20 Minuten merkt man einfach, dass der Oblaco Funnel jetzt seine Endhitze erreicht hat. Er wärmt sich richtig schön auf, der Ton ist ziemlich gut verarbeitet.
Er gibt nicht zu viel Hitze ab, er gibt nicht zu wenig Hitze ab. Das ist ziemlich gut, finde ich ziemlich nice. Genauso wie die Kombination mit dem einfach dem Flamesmoke feiere ich extrem. Man spart sich so die Alufolie und man tut auch ein bisschen was für die Umwelt. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt den 80 Feet von Somo rauche, oder von Hooker John, da nehme ich auch keine Alufolie, sondern ich benutze einfach den Tablet Smoke. Funktioniert auch sehr gut. Wenn ihr die Kombination einmal auf dem Video sehen wollt, dann schreibt es einfach mal unter die Kommentare. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis bald. Peace.